Hi, ich habe gedacht, es war wieder Zeit für ein Klugscheißer-Video, deswegen auch meine Brille wieder. Und zwar habe ich einen ganz lieben Tipp bekommen. Diese Klugscheißer-Videos einfach mal in eine Sortierung zu bringen, in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Und deswegen werde ich die jetzt von A bis Z durchnummerieren. A hatte ich ja schon, jetzt den Apex. Klar, da gibt es noch andere Sachen. Das lasse ich jetzt einfach erstmal so stehen und werde jetzt mit dem Buchstaben B weitermachen. B. Wie? Und dann werde ich einfach ein paar Begriffe, die mir zu B einfallen, erklären oder erwähnen. So wischt einem vielleicht auch gar nichts durch. Und wenn doch, habt ihr immer noch die Möglichkeit, das gerne in die Kommentare zu schreiben. Weil dann, wie gesagt, entsteht so eine Sammlung, die ich ganz cool finde. Ja, fangen wir mal an. B wie Bits. Was sind Bits? Bits brauche ich, wenn ich mit einem Fräser arbeite. Und die Bits sind quasi die Aufsätze dafür. Wie ja auch bei einer elektrischen Bohrmaschine. Ich höre gerade, dass hier die Waschmaschine im Hintergrund läuft. Ich mache mal eben die Küchentür zu. Kleinen Moment. So, weil mich selber stört dieses Geräusch. Man hört das tatsächlich auch bei der Videobearbeitung. Also nochmal, die Bits waren da stehen geblieben. Nicht Bohrmaschine, sondern beim Akkuschrauber, da kommen ja auch vorne Bits rein. Die werden ganz einfach, das Ding wird aufgemacht, je nach Fabrikat, und dann wird da oben der Bit, ja, es war offen. Es funktioniert mit so einem Spannsystem, der Bit reingesteckt, wieder zugedreht, dann ist der feste drin. Also Bits braucht man für den Fräser. Für das Runterfallen der Modellage und so weiter und so fort. Ich darf euch jetzt Hugo vorstellen, aber ihr kennt den auf meinem Video ja schon. Den habe ich ja geschenkt bekommen. Und ich muss gerade was einwerfen. Ich habe mir dann, jetzt kommt der große Bruder von Hugo, bitte nicht erschrecken, den großen Bruder bestellt. Den habe ich mir selber gekauft. Den hat die Maya von Nagelschick auch selber entworfen. Ich finde den so geil, der muss jetzt einfach mal in ein Video rein. Der ist einfach der Hammer, ne? Sieht ein bisschen aus wie Pinhead, also alle, die so aus meiner Generation sind, Hellraiser, Hellbound, die kennen das. Aber der war bei weitem nicht so schön. Ja, das musste jetzt einfach mal rein. So, kommen wir zu den verschiedenen Bits. Die meisten arbeiten, oder viele arbeiten mit diesen Schleifkappen, nicht die meisten, das ist Quatsch, viele arbeiten mit solchen Schleifkappen, die gibt es in unterschiedlicher Körnung, die ist jetzt ganz, ganz, ganz grob. Die werden aufgesetzt auf solche, ja, Schleifmandrels heißen die, glaube ich, also auch auf solche Bits. Da werden die oben drauf gesteckt und dann sind die einsatzfähig und nach dem Kunden können die abgenommen werden. Kommen in den Müll und das Ding wird desinfiziert und gut ist. Ich habe die, also die groben benutze ich eigentlich wirklich nur zum Steinchen runterschleifen. Wenn ich die mit der, es gibt Momente tatsächlich, da kriege ich die mit dieser Zange nicht ab. Also normalerweise nehme ich eine alte Nagelhautzange, um Steinchen abzumachen. Aber wenn ich die so festgemacht habe, dass es halt nicht funktioniert, dann nehme ich sowas, aber ganz vorsichtig, weil meine Erfahrung mit diesen Schleifkappen ist einfach, dass sie unheimlich heiß werden. Wenn man zu lange auf einer Stelle ist, klar, das passiert beim Fräser eigentlich immer, aber es gibt halt Fräserbits, die die Hitze besser wegtransportieren, wie auch immer. Also die ganz groben nehme ich nur für Steinchen. Dann habe ich 150er Gritkörnung. Die sehen so aus. Die nehme ich, wenn ich zum Beispiel mit Acryl den Aufbau gemacht habe und dieses erste Vorfallen in Formfallen des Aufbaus. Das mache ich damit, weil ich bei Acryl, ich finde Acryl ist nicht so leicht zu befallen bzw. anstrengender als Gel. Und den Feinschliff mache ich dann nachher noch mit einer Feile. Und dann habe ich mir hier im Linis Nail Shop bei Lini, die 240er Gritkörner, das ist auch der einzige Shop, wo ich die bis jetzt gefunden habe. Und die nehme ich ab und an zum Naturnagel vorbereiten, weil die wirklich so fein gekörnt ist, dass man die dafür super nehmen kann. Ja, ich benutze allerdings zum Abtragen der Altmodellage benutze ich diesen Hartmetallfräser. Ich habe, glaube ich, geschielt. Diesen Hartmetallfräser in dieser Kegelform, Zylinderform, nicht Kegelform. Das Schöne daran ist, der ist hier oben so leicht abgerundet. Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob das scharf ist. Ich gucke mal eben an meinem. Ja. Und da ist auch keine, wie
nennt man das denn jetzt, dieses Grobe halt zum Abschleifen ist da nicht, ne? Das ist jetzt dieser Hartmetallfräser, den habe ich schon urlange, der muss jetzt langsam mal ersetzt werden. Ja, werde ich mir wohl neu kaufen müssen, aber der hat echt ewig gehalten und den kann ich immer noch für Acryl nehmen und für Gel. Dann hatte ich mir mal so ein Keramikbit gekauft. Ich persönlich habe das Gefühl, dass der sehr schnell stumpf war. Kann aber auch an mir liegen, ich weiß es nicht. Also ich bin mit diesem Hartmetallbit eher zufrieden. Ich nehme auch immer diese Zylinderform, es gibt auch andere Formen eines Fräsers. Ich arbeite mit der am liebsten, ich komme damit am besten klar. Die nehme ich halt, um die Modellage abzutragen. Und für die Nagelhaut gibt es dann wieder andere Bits. Das sind sogenannte Diamantbits. Da habe ich die. Und zwar nehme ich dann meistens entweder den hier oder den, um erstmal die unsichtbare Nagelhaut abzutragen. Und diesen Kugelbit, den kann man dann auch benutzen, um dann nochmal an dem Nagelrand entlang zu gehen. Und ganz, ganz vorsichtig, wenn so Hautfätzchen abstehen, kann man die damit auch abschleifen. Und am Ende nehme ich dann den, das ist so ein rosaner, Entschuldigung, und den nehme ich dann halt, um das Ganze nochmal zu glätten. Dafür ist der halt da, der ist auch ganz fein. Diese Nagelhautbits benutze ich in einer ganz geringen Umdrehung. Die ist halt nicht so wie beim Abschleifen, nimmt man ja fast die stärkste Stufe. Dann habe ich hier noch so eine Birnenbit, keine Ahnung, wie man diese Form nennt. Den habe ich auch schon sehr, sehr lange. Den benutze ich mittlerweile nur noch, wenn ich zum Beispiel mit Schablone gearbeitet habe. Oder aber, wenn man jetzt einen Krallennagel hat, den man gerade aufbaut, um darunter das wegzufeilen, nehme ich den halt dafür, ne? Das war das Thema Bits. Es gibt die in ganz vielen verschiedenen Formen und Arten. Ein paar habe ich noch im Auge, die ich gerne hätte, die ich gerne ausprobieren würde. Die kann man, also ich arbeite immer mit so einem Desinfektionsbad in einem Ultraschallgerät. Also ich habe Ultraschallgerät mit UV, was ja schon mal ganz gut ist. Und da kommt dann aber noch das Desinfektionsmittel rein. Ich entstaube die erst mit einem kleinen Bürstchen, dann werden die da reingeschmissen und danach kann ich die wieder benutzen. Ja, das war das Thema Bits. Dann haben wir den Bond. Was ist ein Bond? Ultrabond habe ich da, Flowerbond habe ich da. Jetzt guckt bitte nicht auf die Flasche, die ist mir mal umgekippt. Der ist jetzt von Trendnails leider halt, ne? Nicht mehr schön anzuschauen. Hier habe ich den Flowerbond von Blossom Nail Couture. Und die sind, säurefrei. Ich würde es mal eher als säurearm bezeichnen. Das sind Haftvermittler. Nachdem ihr die Naturnagelvorbereitung gemacht habt, käme der dann vor der Modellage drauf. Hier steht säurefreier Haftvermittler. Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, also die bezeichnen ihn als säurefrei. Ich glaube aber gehört zu haben, dass es säurearm ist, also dass das nicht immer komplett säurefrei ist. Hier steht es nicht drauf, aber hier steht zum Beispiel drauf, dass da Acid drin ist. Ja gut. Belehrt mich eines Besseren. Ich bin absolut kein Fachmann, auch nicht für diese chemikalischen Begriffe. Da habe ich mich noch gar nicht reingedacht. Sollte ich vielleicht jetzt langsam aber sicher mal tun. Und der dient halt wie so ein doppelseitiges Klebeband. Wenn man ihn aufträgt, fühlt er sich auch so ein bisschen klebrig an. Und das wäre so die erste Variante, die ich beim Kunden ausprobiere, ob der ausreicht. Es gibt Kunden, die brauchen diesen säurehaltigen Primer, weil sie sehr große Haftschwierigkeiten haben, aber das ist der, den ich als erstes ausprobieren würde und wofür er auch noch gut geeignet ist, wenn man zum Beispiel Wraps aufträgt, dass man ganz vorsichtig mit ein bisschen über die Ränder drüber geht, dass die sich schön anlegen. Also dafür ist dieser Ultra Bond auch sehr gut geeignet. Also Vorbereiten des Naturnagels als Haftvermittler kommt dann ein sogenannter Bond drauf. Unter anderem. Da gibt es ja verschiedene Sachen, aber die passen jetzt nicht zum Buchstaben B. Das nächste, was mir bei B eingefallen ist, ist Bildergel. Ja, Bildergel. Also to build heißt ja etwas aufbauen, bauen. Deswegen ist meine Ansicht, jedes Aufbaugel kann man auch als Bildergel bezeichnen.
wenn man es denn dann von der Übersetzung her nimmt. Die meisten Firmen verstehen darunter etwas, was von der Konsistenz her sehr dick ist und womit man den Aufbau sehr gut machen kann, weil das Gel eben nicht wegfließt. So, und dann kommen dann so Sachen wie hier zum Beispiel steht dann Camouflage, X-Power Bildergel Camouflage, neutral, neutral, natural, neutral. Ja, und das zeige ich euch mal eben. Ich schwenke die Kamera mal kurz so runter. Also was ist damit gemeint? Dass das halt so eine relativ feste Konsistenz hat, wo das Ganze jetzt nicht vom Pinsel runterrutscht oder runterläuft. Das verstehen die meisten unter einem Bildergel. Man sagt halt ein sehr dickviskoses Gel oder auch thixotropes Gel. Alles Begriffe, die ich noch erklären werde oder erklären möchte. Allerdings, wie gesagt, wenn man nach dem Wort Bild geht und aufbauen geht, dann würde ich auch sowas hier als Aufbaugel bezeichnen. Das ist jetzt leer, merke ich gerade. Das würde man als mittelviskoses Gel bezeichnen, mit so einem Honigeffekt. Ihr seht, das zieht sich zusammen und hat eine fließendere Eigenschaft. Und das ist auch für mich ein Bildergel. Aber wie gesagt, es wird halt oft anders bezeichnet, als Aufbaugel dann oder wie auch immer. So, damit waren wir bei dem Buchstaben, ach Quatsch, damit waren wir bei dem Bildergel. Das Letzte, was mir noch eingefallen ist zu dem Buchstaben B, ist der Babyboomer. Die Nageldesignerinnen werden wissen, was es ist, aber ich habe ja auch Leute, die gerade anfangen, die zuschauen oder aber auch Kunden, die zuschauen. Und wenn ich denen sage, möchtest du einen French oder einen Babyboomer? Also bei meinen Kunden war das oft so, dass die dann gesagt haben, Babyboomer? Ist das, was ist das? So, also viele kriegen es halt tatsächlich mit durch Facebook und so weiter und so fort, viele aber auch nicht. Das klassische Babyboomer-Bild blende ich euch ein, also wie ein Babyboomer-Nagel aussieht. Es ist im Grunde genommen ein schöner Verlauf, also es ist ein sehr natürlicher, natürlich aussehender Nagel, ein Verlauf von rosa zu weiß in der Spitze, das fließt so ineinander über und hat halt nicht so eine harte Kante wie so eine klassische French. Und dadurch sieht es halt schön natürlich und schön soft aus. Und ich habe gehört, es kommt, der Name kommt aus der sogenannten Babyboomer-Zeit. Und es hat nichts mit Babys zu tun oder sonstigen Geschichten, jetzt auf dem Nagel, weil es so süß rosé ist, sondern dass zu dieser Zeit die Frauen diesen natürlichen Look unheimlich gerne getragen haben und daher kommt der Name Babyboomer. Habe ich gehört. Auch da immer gerne die richtige Antwort, damit, falls ich hier was Falsches sage, ihr das dann auch korrigieren könnt, beziehungsweise meine Zuschauer dann nicht irgendwas Falsches weitergeben. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich sowas gehört habe. Ich finde, der Babyboomer ist einfacher zu machen mit Acryl als mit Gel. Also ich habe schon so viele Babyboomer-Sets gekauft und so weiter und so fort und habe jetzt so für mich, also aus einem Soft White von einer Firma und einem relativ rosafarbenen Camouflage oder Make-up-Gel von einer anderen Firma, so meine Mischung gefunden, wie ich den Babyboomer auch mit Gel hinbekomme. Aber ich finde ihn, wie gesagt, mit Acryl wesentlich einfacher zu machen. Ja, wie man den Babyboomer macht, da kann ich gerne, wenn es gewünscht ist, oder wie ich ihn einmal mit Acryl und einmal mit Gel mache, wenn das gewünscht ist, kann ich da gerne nochmal ein Video zu zeigen. Ich habe zwar auf meinem Kanal ein Babyboomer-Video, aber das ist jetzt auch schon, glaube ich, 1,5 Jahre her, dass ich das da gemacht habe. Und da ist ja wirklich immer der Punkt, man lernt ja immer dazu, man probiert neue Techniken aus und da habe ich mit einem dünnen Swiper-Pinsel gearbeitet. Ja, also wie gesagt, wenn ihr das gerne möchtet, schreibt es mir ruhig unten rein. Das ist jetzt so das, was mir zum Buchstaben B eingefallen ist. Da wird es bestimmt noch viele andere Sachen geben. Aber das ist jetzt so das, was mir zu B eingefallen ist. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat euch ein bisschen was geholfen. Es ist wirklich eher was für Anfänger. Aber nichtsdestotrotz, so um sein Wissen manchmal so ein bisschen aufzufrischen oder selber nochmal drüber nachzudenken, was heißt das eigentlich, finde ich gar nicht so schlecht. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video mit euch und bis dann. Ciao, ciao.